Servus, liebe Freunde der gepflegten Wasser und Unterhaltung, ich bin Raibo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um den Panther F gehen. Jawohl, Battle Rating 6.0 bei den Deutschen und der Panther F ist eines der Fahrzeuge, die schon am längsten mit im Spiel sind. Der Panther F schon seit der Beta der Fahrzeuge mit dabei. Die Open Beta ging ja damals los 2014. Ich weiß gar nicht, wann die Closed Beta der Bodenfahrzeuge losging. Irgendwie so, glaube ich, Anfang 2014, Ende 2013, irgendwie so. Aber dieses Fahrzeug hier bedingt dadurch, dass es schon in der Beta mit dabei gewesen ist, mit am längsten dabei. Es gab, kann ich mich noch dran erinnern, als ich Enlisted noch gespielt habe, war der Panther F einer der Panzer, die mit als erstes in Enlisted eingeführt wurden. Und da kann ich mich noch dran erinnern, dass da so ein bisschen die Diskussion entstand, beziehungsweise das Argument aufkam, warum der Panther F, den gab es ja so nie, der war nie im Einsatz. Und ja, bei War Thunder ist das zwischendurch auch immer mal noch Gegenstand von, ja, nicht großen, aber kleineren Diskussionen, muss man sagen. Das stimmt auch, der Panther F, so wie er hier steht, nie fertiggestellt worden. Das war halt eben so angedacht. Der Panther F ist der erste Panther gewesen, bei dem sich die Deutschen gedacht haben, okay, wir müssen irgendwie am Turm ein bisschen was ändern. Und deswegen gab es hier entsprechend den Schmalturm. Im Spiel haben wir zwei Panzer, die den Schmalturm haben, nämlich einmal den Panther F und dann einmal noch den Panther 2. Ja, und ihr seht hier auch schon, im Gegensatz zu den anderen Panthern, die wir im Spiel haben, wie zum Beispiel dem Panther G, ja, oder auch dem Panther A, seht ihr im Gegensatz zum Panther F bzw. Panther 2, ne, der Schmalturm, ihr kennt ihn, ja, ist halt eben schmaler, deswegen heißt der Schmalturm gerade nach vorne hin, ja, bedeutet natürlich auch, dass die Trefferfläche rund um die Kanonenblende ein bisschen kleiner ist, aber trotzdem hacken euch da viele halt eben einfach noch durch. Aber das Design zeigt schon, dass man gesagt hat, okay, wir müssen den Turm ein bisschen kleiner machen, denn der Panther an sich war ja nun auch kein kleiner Panzer. Insofern, ja, haben sich da die Konstrukteure ein bisschen was überlegen müssen und dann kam halt eben der Schmalturm dabei raus. Aber, wie gesagt, der Panther F so nie gebaut, beziehungsweise so nie im Einsatz gewesen. Die Einzelteile, ja, die gab es, wie ja auch beim Panther 2, ne, die Schmaltürme gab es. Es gab auch die ein oder andere Wanne, aber der Panther F kam halt eben so, wie er hier steht, nie zum Einsatz. Hat nie irgendein Schlachtfeld gesehen. Insofern, ja, es gab ihn so nie. Aber man muss halt eben auf der anderen Seite auch natürlich sagen, es hat halt damals auch Fahrzeuge gebraucht. Das war genau das Gleiche wie mit dem Panther 2, mit dem 10-5er Tiger oder halt eben auch mit der Maus oder dem Flakpanzer 341, also mit dem Coelian. Insofern, ja, er ist jetzt auch kein Panzer, den man jetzt so häufig sieht. Battle Rating 6.0, ich hatte es schon gesagt, er ist vor ewigen Zeiten mal von, ich glaube, 5.7 auf 6.0 hochgegangen. Das ist schon, keine Ahnung, wie viele Jahre her. Und man sieht ihn doch relativ selten, muss man sagen. Aber das deutsche 6.0er-Deck, auch mit der Anpassung der Jagdpanther von, ich glaube, 6.3 auf 6.0 runter, macht das deutsche 6-0er-Deck deutlich angenehmer und man kann das sehr, 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 sehr gut spielen, finde ich zumindest. Was haben wir beim Panther 2, beim Panther F, entschuldigt bitte, außer der Kugelblende, die wir hier vorne haben. Wir haben die 75mm KWK 44 L70, ihr kennt von den anderen Panthern die KWK 42 L70, ja. Also die KWK 44 L70 nochmal ein bisschen verändert. Wir haben bei der KWK 44 L70 hier vorne keine Mündungsbremse mehr. Wir haben aber von den Durchschlagswerten genau dieselben Werte wie beim Panther G zum Beispiel oder auch beim Panther A. Der Panther A ja, hier 188 mm, der Panther G ebenfalls 188 mm auf 0, bei 0 Grad Aufschlagswinkel auf 100 Meter mit der 39-42 und beim Panther F genau das gleiche. 39-42 ebenfalls mit 188 mm. Plus wir haben auch noch die Panzergranate 40-42, die APCR, wer von euch die gerne nutzt. Nutzt sie gerne. Ich bin kein Freund von APCR, weil ich den Postpan-Schaden einfach viel zu schlecht finde und vor allen Dingen auch den Schaden bei gewinkelter Panzerung bzw. die Durchschlagswerte bei gewinkelter Panzerung finde ich auch einfach nur grottig.
Aber grundsätzlich bei 0 Grad Aufschlagswinkel hat die APCR mit 224 mm gute Durchschlagswerte, das muss man sagen für 6.0. Aber trotzdem würde ich euch empfehlen, bei der APC-BC mit Filler zu bleiben, denn dann habt ihr natürlich nach dem Durchschlag die entsprechende HE-Wirkung, also die entsprechende Explosionswirkung. Ich bin ihn, wie gesagt, ewig und 300 Jahre nicht mehr gefahren und dann dachte ich mir, komm, ich hole ihn jetzt mal wieder raus und fahre mal wieder damit und die Runde schauen wir uns jetzt an. Wir sind auf der Karte Ardennen gelandet. Es ist kein ganzes 6-0er-Gefecht. Es ist, glaube ich, ein 6-3er-Gefecht gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Also wir haben hier einen leichten Kampfpanzer M41 drin. Sprich also Minimum 6-3 hier an der Stelle. Und wir fahren gegen Amis, Russen, Briten, Franzosen und Schweden. So, ich habe hier natürlich auch gleich einen Schuss kassiert. Hier von einem T-34-85E, der hat mir gleich mal von der Seite in den Turm reingeböllert. Beziehungsweise nicht in den Turm, sondern hier in den Kettenbereich. Und hat mir dann gleich mal meinen Kommandanten gezogen. Mal gucken, ob wir ihn hier kriegen. Nein, Trapshot funktioniert nicht, aber er schafft es auch nicht, uns hier entsprechend rauszunehmen. Und ihr seht ja auch schon, weil er uns direkt hier auf die Kugelblende vorne geschossen hat. Und ihr seht hier auch schon, Rückwärtsgang ist tatsächlich auch beim Panther F noch ziemlich schlecht. Muss man an der Stelle hier auch sagen. Der einzige Panther mit wirklich richtigem Rückwärtsgang ist der Panther 2. Womit man auch entsprechend was anfangen kann. So, und hier rund um A geht es schon ordentlich ab. Den VK da vorne hat es auch schon gerissen. Schauen wir mal hier. Ja, das war einfach nur schlecht geschossen von mir. Ja, das müsste sogar ein höheres Gefecht als 6-3 sein. So. Wir stehen jetzt in A drin. Cappen das hier jetzt mal durch. Wir stehen hier relativ sicher. Wir haben links ein Haus, wir haben rechts ein Haus, stehen hier in diesem Durchgang drin und können halt hier entsprechend gut hinzielen. Falls da einer durchfährt, kommt ja auch immer mal. Jetzt holen wir uns noch ein Besatzungsmitglied wieder. So, weiter geht's. Da steht ein IS-2. Hat geschossen. Nehmen wir natürlich gerne mit. Unterwanne bei sämtlichen IS-Modellen, egal ob es der IS-2 oder die IS-1 oder auch die KV-Modelle sind, ja, KV-1 und so, entweder direkt in die Unterwanne, je nachdem, wie weit ihr davon wegsteht oder halt eben durch den Fahrerschlitz. So, eine Zone gecappt. Ich glaube, da steht einer. Ich dachte, der würde weiterfahren. Den Gefallen hat er uns leider nicht getan. Da ist er, PT-76, glücklicherweise auch bei uns keinen Schaden gemacht. Ihr seht aber hier, wie wir aussehen, ne? Also unser Getriebe ist schon hart kaputt, unser Richtschütze hat schon so ein bisschen Probleme. Unser Ladeschütze genauso, also wenn wir uns das mal hier angucken, ja, unsere Besatzung ist schon ganz schön hinüber. Und vorne unser MG-Schütze ist hin, unser Kommandant ist hin. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass jetzt hier kein Flieger kommt. Was haben wir hier? Gun Depression ist leider auch nicht wirklich so gut. Ja, das müsst ihr auch ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ich glaube, es sind, keine Ahnung, 6 Grad oder sowas. Also nicht wirklich berauschend. Wir haben noch ein PT, der hat daneben geschossen. Hat zu kurz geschossen. So, was kommt hier? Der brennt. Ja, Abschusshilfe. Den nehmen wir auch nicht mit. Aber Glück gehabt, dass wir hier dem Avenger den Großteil seiner Besatzung gezogen haben. Der PT hat schon wieder zu kurz geschossen. Und jetzt wird es ein bisschen albern mit dem PT. Also eigentlich sollte man hier denken, dass der PT sofort rausgeht, wenn man ihn beschossen hat. Aber nix da. Jetzt wieder nicht. Er prallt wieder ab, zum Glück. Also ich glaube, er schießt auch nicht mit der Heat. Ich glaube, er schießt auch nicht mit der Heat. Ich glaube,
glaube, der PT hat noch APCR. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Der Avenger ist auch raus. Deswegen haben wir hier die zweite Abschusshilfe bekommen. Also ihr seht, wenn es entsprechend passt, ja, dann kann das Ding auch ein bisschen was wegbouncen. Aber verlasst euch da nicht drauf, weil gerade hier vorne die Blende, die ist zwar, glaube ich, 120 mm dick, aber da hackt euch einfach alles durch. So, den IKV nehmen wir auch noch mit. Der hat uns auch nicht erwischt. Flakfahrzeug. Ja, seht ihr, da habt ihr es gesehen. Die Gun Depression auch einfach nicht wirklich gut. Aber da kann man halt mit dem Gewiggle des Fahrzeugs dann ein bisschen arbeiten. Muss man ein bisschen Gefühl für kriegen. Einfach irgendwie, je nachdem, wie ihr es braucht, nach hinten kurz anfahren oder nach vorne kurz anfahren. Nach vorne geht die Kanone ein bisschen hoch, nach hinten geht sie dann runter. Aber das müsst ihr dann halt eben entsprechend, ja, gefühlsmäßig dann irgendwie machen. Das kann man nicht pauschal so für jeden Panzer sagen. Das muss man dann immer mal entsprechend ausprobieren. Wir haben das Ass schon voll gemacht, 5 Abschüsse, 1976 Punkte, 2 Abschusshilfen, eine gekappte Zone. Und ja, mit minus 3 oder beziehungsweise mit 3 Stundenkilometern rückwärts ist halt eben nicht wirklich viel anzufangen. So, jetzt kommt hier noch, was ist denn das eigentlich? Ja, eine ISO 122, das ist für uns natürlich nicht gut. Ich wollte ihm jetzt eigentlich das Kanonenrohr ziehen, hat aber nicht wirklich hingehauen. War ein bisschen blöd von mir geschossen, aber wir haben ihn trotzdem durchschlagen. Ja, hier habe ich gedacht, könnte ich sein Dach treffen, hat aber nicht funktioniert. Also ihr seht, manchmal probiere ich auch Dinge noch aus. So, jetzt kommt die ISO wieder hoch. Eigentlich sollte dieser Schuss vorher passieren. So, jetzt habe ich mich dazu entschlossen, weil ihr habt gerade den Jumbo Sherman gesehen, den kleinen. Da habe ich mich dazu entschlossen, mich hier umzudrehen, weil im Rückwärtsgang das zu machen, ist halt eben einfach auch völlig sinnlos. So, er kriegt das hier nicht mit. Bumm, in die Seite rein. Raus, der Jumbo Sherman. Was ihr auch vielleicht seht oder vielleicht euch auch schon aufgefallen ist, ist die Turmdrehrate, die ist mit 14,1 Grad natürlich jetzt nicht die beste. Das muss man eben auch einfach so sagen, wie es ist. Da vielleicht mit im Hinterkopf haben und die Wanne vielleicht ein bisschen mitdrehen, wenn ihr es ein bisschen schneller haben wollt. So, und jetzt halte ich das Replay an der Stelle an, weil die Runde ist vorbei. Wir haben gewonnen, 2528 Punkte, 7 Ziele rausgeschossen, eine Zone gecapped. Gut, war auch nur eine Zone dabei. Und 2 Abschusshilfen haben wir gemacht und am Ende stand dann bei uns noch Platz 1 mit einem ganz dünnen Hauch Vorsprung hier bei uns auf dem Plan. Also, ich glaube, ihr habt gesehen, was mit dem Panther F so möglich ist. Es kommt natürlich drauf an, auf was für Gegner ihr trefft, ne? Dieser PT-76, der ja, oh, weiß jetzt gerade gar nicht, 5.3, 5.7, ich habe die ganzen Battle-Ratings von einigen Fahrzeugen halt einfach nicht im Kopf. Ich meine, er ist 5.3, oder vielleicht auch 5.7, ist egal. Es kann natürlich schon ein bisschen was bouncen. Der Schuss von dem T-34-85E, den wir in die Seite kassiert haben, ganz zu Anfang der Runde, der war, muss ich ganz ehrlich sagen, ziemlich lucky. Aber das gehört natürlich auch dazu, dass ihr entsprechendes Glück habt. Und die ganzen anderen Schüsse, die wir halt eben entsprechend gefressen haben, ja, lag halt eben einfach daran, weil das halt eben Gegner waren, die im BR unter uns lagen. Wenn wir jetzt irgendwie großartig da drüber gewesen wären, also wenn wir jetzt auf 7-0 gewesen wären, wäre das Ganze schon ein bisschen anders gelaufen, weil dann hätten wir nämlich auch IS-3 gegen uns gehabt. Ja, vielleicht wäre auch der ein oder andere IS-2 mehr drin gewesen, auch hier in dieser Runde, aber es war tatsächlich nur einer. Da scheppert es dann natürlich auch schon. Ne? Bei der ISO 122, wenn die uns getroffen hätte, ne, da hätte es auch schon bei uns ganz schön gescheppert. Also, dass ihr da so einen Schuss bounced, ist eher unwahrscheinlich. Ja, und ihr habt halt eben auch gesehen, dass der Panther F, ja, er ist jetzt auch nichts Großartiges zu den anderen Panthern, außer halt, dass ja, er mit 14,1 Grad, was die Turmdrehrate angeht, ja, so im, ich sag mal, halbwegs guten Mittelfeld liegt, weil wir haben dann, glaube ich, ja noch maximal 18, noch was Grad beim Panther, keine Ahnung, beim A oder beim D, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Also, da müsst ihr dann auch ein bisschen gucken, ein bisschen schauen. Aber an sich ist der Panther F, genau wie die anderen Panther, grundsolide. Ob man ihn deswegen jetzt auf Battle Rating 6.0 packen muss, ich glaube, das liegt auch einfach nur am Schmalturm, weiß ich nicht. Auf 5.7 wäre genauso gut.
geblieben. Insofern, ja, kann man sich entsprechend drüber streiten. Aber in Verbindung mit den beiden Jagdpanthern und noch aufgefüllt mit ein paar anderen 5-7er Panzern, gerade mit den anderen Panthern, kann man den schon sehr, sehr gut entsprechend spielen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Falls ihr den Panther F noch nicht gefahren seid, dann ja, fahrt ihn doch mal aus. Schaut mal, wie ihr mit dem Ding klarkommt. Für diejenigen von euch, die ihn schon haben und die ihn ab und zu fahren, gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne auch einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann drückt auch gerne den Abo-Button durch. Ich freue mich nach wie vor über jeden neuen Zuschauer, der den Weg zu meinem Kanal findet. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream auf Twitch, twitch.tv/raiboon. Bis dahin, macht's gut. Ciao.